Gute, heute machen wir ein überbackenes Fladenbrot mit richtig viel Käse. Leute, das wird einfach nur großartig, kann ich euch sagen. Und wie ich das gemacht habe, das wisst ihr ganz genau, das seht ihr jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ich muss ja zu meinen Lasten gestehen, ich bin ein absoluter Brotfan und dabei ist es ganz egal, ob das Brot groß ist, klein ist, knusprig ist, latschig ist. Ich liebe es einfach nur und ich bin auch der Meinung, die Wertschätzung, die wir Brot gegenüberbringen, die ist nicht ausreichend. Wir müssen Brot ein bisschen mehr wertschätzen, weil ich meine, wir essen das zum Frühstück oder zum Abendbrot und keiner überlegt sich mal, hey, Handwerk und ja, es hat ja irgendjemand gemacht, damit es uns so gut schmeckt. Brot ist eine großartige Sache. Kommen wir aber zu unserem Rezept, denn wir wollen heute Brot überbacken und zwar ein Fladenbrot. Begonnen habe ich, dass ich dieses wunderschöne Rinderhack in der Pfanne ein bisschen krümelig gebraten habe und da gebe ich jetzt ein wenig Tomatenmark hinzu. Und warum gebe ich Tomatenmark hinzu? Weil Tomatenmark ein Booster ist und so richtig großartig ist. Und um das Ganze noch ein bisschen großartiger zu machen, werde ich das Ganze würzen und zwar mit meiner Cajun-Gewürzmischung. Da habe ich mir so einen riesen Pot von gemacht. Wie man die sich selber macht, das verlinke ich euch mal da oben. Da könnt ihr mal vorbei... Oh, jetzt hätte ich fast hier mein Glas umgestoßen. So, warte mal, ich muss mal einen Schluck trinken. Ja, wie gesagt, welche Gewürzmischung ihr nehmt, ist völligst egal. Aber wenn ihr diese Cajun-Gewürzmischung nehmt, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Jetzt habe ich das Ganze noch mit einem schönen Rotwein abgelöscht. Und lass es mal ganz kurz aufkochen. Und das riecht jetzt schon richtig gut. Meine Güte, das riecht gut, gut, gut. Jetzt gebe ich ein bisschen stückige Tomaten hinzu. Was heißt ein bisschen? Ich meine, die ganze Dose kommt da jetzt hinein. Ah, das sieht hervorragend aus, dieses Rot. Großartig. Das wird jetzt verrührt. Wir werden jetzt kein zusätzliches Wasser hinzugeben, denn wir möchten keine Soße machen, sondern das soll schon richtig schlotzig sein. Und natürlich können Tomaten ein bisschen Süße vertragen und ich gebe keinen Zucker hinzu, sondern ein bisschen Ahornsirup. Das gibt noch so einen leicht anderen Geschmack. Das ist richtig cool, kommt richtig gut. Wer jetzt keinen Ahornsirup zu Hause hat, der kann natürlich auch auf Zucker ausweichen und im schlimmsten Fall kann er natürlich auch Honig nehmen, wenn er das möchte. Jetzt werde ich dieses wunderschöne Fladenbrot mal aufschneiden und in zwei Hälften zerteilen. Fladenbrot gibt es ja mittlerweile überall, das kriegt ihr im Supermarkt oder im türkischen Feinkostgeschäft. Das sollte kein Problem sein, so ein wunderschönes Fladenbrot zu bekommen. Wer mag, kann sich es natürlich auch backen, wenn er genug Zeit hat. Jetzt habe ich hier einen wunderschönen Becher Schmand und mit diesem Becher werde ich jetzt erstmal, also nicht mit dem Becher, sondern ich werde mit dem Löffel aus dem Becher ein bisschen Schmand holen und werde damit die Unterseite bestreichen. Ich muss nochmal einen Schluck trinken, Entschuldigung. Ich habe irgendwie so einen trockenen Hals heute. Ich weiß, einigen gehe ich damit auf den Keks, aber ich mache es ganz schnell. Liebe Leute, wenn ihr neu auf dem Kanal seid, würde ich mich tierisch über ein Abonnement freuen. Einen schicken netten Daumen, lieben netten Kommentar. Vielleicht drückt ihr noch die Glocke. Vielen Dank. So, war ja ganz kurz und ganz schmerzlos. Unser Hackfleisch ist jetzt auch fertig. Der Kocher kann aus. Und jetzt schnappe ich mir ein bisschen was und verteile das so wunderschöne Hackfleisch auf dem Fladenbrot. An dieser Stelle möchte ich ganz kurz erwähnen, dass wenn ihr etwas von mir nachgrillt, nachkocht, nachbackt, was auch immer, würde ich mich tierisch freuen, wenn ich ein paar Bilder davon sehen könnte. Zum Beispiel könnt ihr mich bei Instagram verlinken oder bei Facebook. Im Übrigen, ich habe auch eine Facebook-Gruppe, die Odenwälder Feuerküche Facebook-Gruppe. Und da könnt ihr quasi dann beitreten und dann könnt ihr dort auch Postings machen und eure Bilder posten und euch austauschen. Und ja, das fände ich ganz cool, wenn ihr da mal vorbeischaut. Ansonsten müsst ihr für dieses Fladenbrot jetzt noch ein bisschen Frühlingszwiebel aufschneiden und oben drüber verteilen. Das sieht richtig gut aus. Und als letzte Komponente brauchen wir dann jetzt noch ein bisschen Käse. Ich habe mir hier ein bisschen Gouda aufgerieben und das gebe ich jetzt oben drüber. Welchen Käse ihr nehmt, ist völlig latte. Nehmt einfach euren Lieblingskäse, also der, der euch am besten schmeckt. Wenn ihr halt Gouda da habt, nehmt Gouda. Ansonsten, ihr wisst schon, gibt es so viel Käse auf der Welt. Könnt ihr alles drauf machen, das, was ihr halt mögt. Unser Fladenbrot ist nun fertig und ist bereit für den Grill. Den habe ich schon mal vorbereitet auf indirekte Hitze. Und da werdet ihr gleich sehen, was ich damit meine.
Und zwar habe ich links und rechts die Brenner an, in der Mitte habe ich aus, in der Mitte habe ich so einen Pizzastein und ich habe den Pizzacover von Muesta da drin. Wenn ihr den nicht habt, ist jetzt kein Beinbruch, dann lasst den einfach weg. Macht halt links und rechts die Brenner auf volle Pulle. Der Grill sollte schon ungefähr eine Temperatur zwischen 180 und 200 Grad haben. Und während die eine Hälfte des Fladenbrots jetzt im Grill backt, kümmern wir uns um die zweite Hälfte. Da kommt jetzt auch Schmand oben drauf. Und dann kommt der Rest von dem Hackfleisch noch drauf. Ich habe noch ein bisschen was von der Frühlingszwiebel. Sollte das nicht reichen, nehmt eine neue. Was natürlich bei dieser Geschichte jetzt ziemlich cool ist, ihr könnt eigentlich aus diesem Fladenbrot machen, was ihr wollt. Ihr könnt das Ganze auch ohne Schmand machen und mit irgendeiner Tomatensoße. Oder ihr könnt eine Kräuterbutter, ihr könnt das Ganze mit Kräuterbutter einschmieren und dann mit, hier so vielleicht mit Steakstreifen. Man hat da unendlich viele Möglichkeiten. Was man aber auf keinen Fall vergessen sollte, ist immer der Käse. Da gehört richtig viel Käse drauf. Aber wir sind jetzt mit der zweiten Hälfte auch fertig. Ich packe mal ein bisschen beiseite und schaffe mal ein bisschen Platz. Denn unsere andere Hälfte müsste eigentlich jetzt mittlerweile fertig sein. Ich schnappe mir mal die Schaufel und dann gucken wir mal nach. Oh, ich sehe es ja jetzt schon. Ich sehe es jetzt schon. Liebe Leid. Das packe ich jetzt mal auf den Tisch. Und bevor wir es anschneiden, muss natürlich die zweite Hälfte auch noch in den Grill. Und ich kann euch sagen, der Warenwert ist hier wirklich nicht hoch. Aber hier kriegt ihr wirklich, ja, vier Leute können davon bestimmt essen. Oder halt drei richtig gute Esser. Und ja, ist schon ein bisschen mächtig. So, dann werden wir es anschneiden und schaut's euch an. Und könnt ihr es hören? Achtung. Das ist knusprig. Das könnte tatsächlich knusprig sein. Und es ist warm und ich sag's ganz ehrlich, für Herbsttage einfach nur super geeignet. Natürlich geht das auch im Sommer oder im Winter oder im Frühling, das geht immer. Aber ich sag mal so, jetzt aktuell bei so einem komischen Wetter ist das schon großartig. Liebe Leute, ich bin mir fast sicher, ihr möchtet dieses überbackene Fladenbrot gerne mal nachmachen. Und damit ihr das könnt, braucht ihr folgende Zutaten. Ihr braucht ein Fladenbrot, Rinderhack, Olivenöl, Tomatenmark, ein Barbecue-Rub eurer Wahl, einen Schuss Rotwein, eine Dose stückige Tomaten, ein bisschen Ahornsirup, ein Becher Schmand, Frühlingszwiebeln und geriebenen Käse. Und liebe Leute, bitte nicht abschalten, denn jetzt wollen wir schauen, ob das Ganze auch schmeckt. Hier habe ich jetzt ein Stück von diesem überbackenen Fladenbrot. Den Rest, den habe ich schon weggegeben. Und ja, da werden wir mal gucken, was das kann. Liebe Leute, das ist großartig. Das ist wirklich hervorragend. So einfach wie das ist, so lecker ist das auch. Hackfleisch, Käse, großartig. Leute, das müsst ihr unbedingt mal nachmachen. Was bleibt mir jetzt noch zu sagen? Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, erzählt es weiter. In diesem Sinne, einen guten Appetit und tschüss, bis dann. 'Cause I've been running this world.